Was tun, wenn man sich in der Partnerschaft weiterentwickelt, der Partner aber keine Veränderung wünscht, sondern im Gegenteil auch so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise das Ganze nicht gutheißt, wenn er die eigene Weiterentwicklung, also die des Partners wiederum, mit beobachtet. Das ist das Thema des heutigen Videos. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du heute auch hier wieder mit dabei bist. Ja, das ist auch eine weitere Frage, auf die ich jetzt eingehen möchte, die jemandem auf dem Herzen brennt, wo ich mit dir gerne meine Gedanken teile. Also grundsätzlich ist es so, dass sich ja zwei Menschen irgendwann einmal begegnen und jeder hat so einen gewissen Entwicklungsstatus, ohne das jetzt zu bewerten oder zu beurteilen. Und man findet sich zusammen und im Laufe der Zeit, ja, kann es dann einfach sein, dass man bei sich selbst merkt, dass der Weg ein bisschen mehr in die Richtung gehen darf, aber dass das jetzt im Moment nicht ganz so der Weg des Partners ist. Meine Empfehlung dazu ist, ja, lausch trotzdem auf dein Herz und geh deinen eigenen Weg. Und den Fehler, den wir da oftmals machen, ich glaube, das ist auch, ja, weiß nicht, vielleicht ist es so ein bisschen ein Gen von uns Frauen, kann aber auch bei Männern ebenso angelegt sein, weiß ich jetzt nicht, dass wir Frauen dann einfach so ein bisschen, ja, ich sag's mal, besserwisserisch den Partner unbedingt auch mit ins Boot nehmen wollen und ihm dann ständig in den Ohren liegen, mach doch so und das ist doch so und dies oder jenes. Also da in der Richtung ein bisschen Druck ausüben. Und das sind natürlich Dinge, die kein Mensch mag. Kein Mensch mag Druck in der Richtung und schon gar nicht dann, dass der Partner da immer mit erhobenem Zeigefinger im übertragenen Sinne um einen herumläuft und ja, besserwisserisch unterwegs ist. Also meine Empfehlung ist da immer, lausch trotzdem auf dein Herz, mach das, was dein Herz möchte und sei aber gleichzeitig nicht missionarisch unterwegs. Meine Erfahrung ist es, sowohl bei mir selbst, eben auch bei vielen Klienten, die ich in der Richtung auch schon coachen durfte, dass irgendwann der Partner auch von sich aus kommt, weil er merkt, okay, da tut sich irgendwas im positiven Sinne, da verändert sich etwas und dann ganz neugierig von sich aus einfach auf dich zukommt und dich nach Dingen fragt. Und dann ist noch mal eine Ebene da, eine Kommunikationsebene, wo ihr beide eben auf gleicher Ebene miteinander kommunizieren könnt und du eben dein Wissen, dein Weg, deine Herzensangelegenheiten mit deinem Partner einfach tauschen kannst und dann öffnet er sich für diesen Weg vielleicht. Oftmals ist es so, wenn er sich diesen Weg nicht öffnet, dann heißt das ja nicht, dass du nicht trotzdem weiter deinen Weg gehen darfst und kannst. Und die Partnerschaft auf jeden Fall auseinandergehen muss, sondern es kann ja auch ja, da auf eine andere Art und Weise ein Gleichgewicht geben, dass du dir erlaubst, mehr den Weg deines Herzens zu gehen, mehr auf dein Herz zu lauschen, mehr Dinge auch machst, auch eigenständig machst, die dir am Herzen liegen. Und der Partner geht eben in seiner Entwicklung seinen Weg. Und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, wo ihr gemeinsam eure Zeit miteinander verbringt und ja, da weiter euren Weg gemeinsam geht. Also wenn ein Partner sich weiterentwickelt und neue Dinge ins Leben integriert oder plötzlich anfängt, mehr auf sein Herz zu lauschen, muss das nicht damit einhergehen, dass die Partnerschaft dann eben auch, ja, der Partnerschaft quasi ein Ende gesetzt ist. Von daher nochmal zusammenfassend, geh deinen Weg, folge deinem Herzen und hör auf, da missionarisch unterwegs zu sein, dem Partner etwas überstülpen oder ja, besserwisserisch etwas näher bringen wollen und dann wirst du schauen, wie dein Partner sich dann auch ein Stück weit nochmal deinen Themen eben öffnet. Das war's für heute zu diesem Thema. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Irmgard.